Ja, wir haben gerade einiges vom Herrn Dr. Holzweg gehört. Jetzt geht es direkt thematisch gefühlt mit einem Blockbuster weiter. Es ist Primetime, die Video läuft. Das Video. Mein Name ist Svenja Niedhaus. Ich bin die medizinische Assistentin vom Herrn Dr. Kaimak und bin seit jetzt knapp 2 Jahren bei der Breyer-Kaimak-Klaber-Augenchirurgie hier in Düsseldorf angestellt und ja, habe ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema mitgebracht. Es ist sehr praxisnah. Wenn Fragen entstehen, bitte direkt zwischenrufen. Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Wer kann sich bei Gewitter im Auge was denken? Schon mal im Vorfeld Gedanken gemacht, als man das Programm gelesen hat, was da auf einen zukommt? Nee, okay, dann starten wir einfach mal. Es ist Freitagnachmittag, alle freuen sich aufs Wochenende und die Kollegin hat zum 37.000. Mal heute das Telefon und ein Patient ruft kurzfristig nochmal an und beschreibt folgende Symptome. Also er sieht seit einigen Tagen ein paar Trübungen, Würmchen, die so im Auge rumschwimmen. Er ist sich nicht sicher, ob es mal geblitzt hat. Auf jeden Fall ist da irgendwas, was nicht ganz geheuer ist. Und er bittet darum, dass der Doktor vielleicht mal ganz kurz draufschauen kann. Die Begeisterung ist natürlich groß, weil eigentlich ist jetzt gleich schon Feierabend. Und da ist die Frage, müssen wir den Patienten einbestellen? Ist es ein Notfall, ein ophthalmologischer? Was würden Sie sagen? Ja, alles klar. So ist es. Das heißt, wir können bis Montag nicht warten. Derjenige sollte am Freitag direkt reinkommen. Denn die klassische Symptomatik einer sogenannten rekmatogenen Netzhautablösung, das heißt, das ist rissbedingt, sind eben hauptsächlich zum Beispiel diese Mouches volantes, die fliegenden Mücken, die die Patienten beschreiben, dass Rußregen zum Beispiel von oben runter regnet. Lichtblitze sind gar nicht immer dabei. Es gibt auch Patienten, die gar nicht von Lichtblitzen berichten, die aber trotzdem eben sehr genau untersucht werden müssen. Und wenn es schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann hat man eben die Möglichkeiten, dass manchmal vielleicht schon ein schwarzer Schatten im Gesichtsfeld ist oder sogar, dass der Visus beeinträchtigt ist, sodass die Makula betroffen ist. Und wieso, weshalb, warum diese Symptome das überhaupt ausmachen, das versuche ich heute mal zu erklären und hoffe, dass das gut funktioniert. Wir haben gerade von der Dr. Holzweg sehr viel gehört zum Thema Anatomie. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück und schauen uns den Glaskörper noch mal etwas genauer an. Also der ist grundsätzlicher, also haben wir gerade gelernt, der füllt den hinteren Teil der Augenkammer aus. Er ist zu 98, 99% aus Wasser, hat aber eben auch so Hyaluronanteile, Zucker und so Bindegewebstrukturen und die alle zusammen verketten sich in Moleküle und ab dem 30. Lebensjahr, also auch bei mir ab nächster Woche, ich hoffe jetzt vorher nicht, fällt er halt in sich zusammen, weil er schrumpft, weil sich diese flüssigen Anteile quasi oder der Glaskörper verflüssigt sich. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn zwischen der Netzhaut und dem Glaskörper, wenn das quasi aneinander heftet, ist wie so eine Art Biokleber, eine Struktur, die das Ganze aneinander bappt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und da ist eben die Frage, wie einfach löst sich das voneinander ab? Und das ist jetzt mal nochmal ein Querschnitt vom Auge, wie gerade gesehen. Hier haben wir den Sehnervenkopf, also der blinde Fleck. Hier ist die Makula. Hier oben, das sieht man jetzt nicht so schön, da ist noch diese Ora serrata. Und man erkennt, dass eben der Glaskörper hier hinten sich ablöst. Das ist ein Stadium, was so eine ganze Zeit braucht, bis er hinten eben komplett abgelöst ist. Das kann ein paar Wochen, bei manchen auch Monate dauern, bis das eben passiert ist. Und es gibt eben auch Fälle, wo sich das nicht von alleine so gleichmäßig ablöst. Dann kann es zu verschiedenen Dingen kommen. Zum Beispiel, das klingt jetzt sehr schwierig vielleicht im ersten Moment, vitreomakuläre Traktion, hat vielleicht der ein oder andere mal gehört. Das heißt, nichts anderes als der Glaskörper zieht an der Makula etwas hoch. Oder wir haben gerade schon ein schönes OCT-Bild gesehen im ersten Vortrag bei dem Makulaforamen. Das heißt, zentral ist da irgendwo ein Problem entstanden. Oder eben Netzhautrisse, die in der Peripherie entstehen oder Netzhautlöcher. Und das möchte ich Ihnen noch mal etwas genauer zeigen. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ich habe früher mal gesagt, das ist so ein bisschen oldschool versus das, was heute moderner ist. Früher hat man sich eben die Netzhaut vielleicht nur so angucken können. Also wir schauen jetzt hinten auf den Fundus drauf. Wir haben hier die Papille, den Sehnervenkopf mit den Blutgefäßen, die hier quasi die inneren Netzhautschichten versorgen. Und hier, wo diese etwas höhere Pigmentierung ist, ist die Makula, die Stelle des schärfsten Sehens. Also alles, was Patienten oder Menschen generell anschauen, wird eben dahin abgebildet. Heutzutage haben wir eben die Möglichkeit, schon in der Diagnostik sehr viel weitere Aufnahmen zu machen. Die Fotos sind sehr viel schöner, weil man teilweise die Peripherie ganz gut sehen kann. Da gibt es auch Möglichkeiten, die Blickrichtungen noch zu wechseln, sodass man da im Vorfeld auch relativ viel schon auch als Assistenzpersonal sehen kann, wenn man da eben mitarbeitet. Das Ganze ist ja jetzt mit dem Blick auf die Netzhaut. Das kann man sich auch von der Seite anschauen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an eine Torte mit den einzelnen Schichten. Und das Ganze ist eben in dem OCT-Scan ganz gut sichtbar. Wir haben jetzt gerade, wer arbeitet mit einem OCT? Wer hat in der Praxis ein Stehen? Okay, prima. Weiß jemand, ob das ein rechtes oder ein linkes Auge ist?
Man kann nichts falsch machen. 50-50 Chance. Wer ist für rechts? Mal Hand heben. Traut euch. Okay, also ich erkläre es mal. Also das ist der Blick ja jetzt von der Seite. Das hier ist die Makula, das heißt, hier haben wir diese foveale Senke und man hat die einzelnen Schichten ein bisschen hier unter. Da oben diese weiße Schicht, das ist die Nervenfaserschicht und man weiß, wenn der Sehnerv im Kopf jetzt in dem Fall hier irgendwo ist, dann ist hier die Nase, also es ist in dem Fall ein linkes Auge. Also nächstes Mal vielleicht, wenn man mal in der Praxis zeigen will, was man kann, einfach mal schauen, ist es ein rechtes oder ein linkes Auge, mal jemand fragen. Also wichtig, es gibt viele Schichten, die sind aber zu komplex, um die jetzt alle mal im Einzelnen zu besprechen. Was aber sehr, sehr interessant ist, wenn die untere Bande der Netzhaut erhalten ist, also das heißt alles hier ab der äußeren Grenzmembran runter bis zur Bruchmembran, dann kann man relativ viel über den Visus des Patienten sagen. Also auch zum Beispiel, wenn man Aufklärungsgespräche macht vor einer Operation zum Beispiel, dann kann man schon relativ viel dazu sagen. Was auch ganz wichtig ist, und das möchte ich jetzt schon im Vorfeld mal erklären, hier unten das retinale Pigmentepithel hat eine Pumpfunktion. Das heißt, alles, was hier unten aus der Aderhaut kommt, wird hochgepumpt oder auch eben wieder abgepumpt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion, was thematisch jetzt gleich nochmal besprochen wird. Jetzt sieht man hier im OCT-Scan, also wieder von der Seite der Blick, hier oben diese ganz kleine Schicht, ich hoffe, das sieht man auch hinten ganz gut, das ist der Glaskörper, der sich hier ganz langsam beginnt abzulösen. Hier ist es schon ein bisschen mehr, bis hin zur kompletten Ablösung. Das kann, wie gesagt, ein paar Wochen dauern. Und wenn es eben nicht sich so ganz klassisch ablöst, dann kann eben auch passieren, dass es hier noch so ein bisschen anheftend bleibt. Das ist dann eine vitreomakuläre Adhäsion. Da zieht nichts, ist auch in der Regel ein Zufallsbefund. Patienten merken oft gar nicht, dass sie anders sehen. Man sieht das im OCT-Scan und macht sich erstmal auch keine großen Sorgen, weil das ist meistens nicht therapiebedürftig. Das löst sich dann irgendwann von allein. Das Ganze kann aber eben auch ziehen. Das ist dann die sogenannte Traktion, der Glaskörper hier oben. Der zieht hier an der Makula, zieht sich so ein bisschen hoch. Hier hat sich so ein zystoider Hohlraum gebildet. Und da ist eben auch wichtig zu wissen, wir haben gerade gelernt, es gibt eine sogenannte epiretinale Gliose oder ein Makulapacker, pardon. Und wenn der sich hier oben gebildet hat, das ist wie so eine Art Zellophanmembran, so ein ganz dünnes, glitzerndes Häutchen. Upsala, pardon. Wenn die sich gebildet hat, dann kann eben dieser Ablöseprozess deutlich erschwert werden. Und dann muss man diesen Befund doch auch mal erstmal kontrollieren, so alle 3-6 Monate. Und die Patienten berichten halt manchmal auch, dass sie da schon Metamorphopsien haben. Das kommt dann immer ganz drauf an, dass man da wirklich eine gute Anamnese macht. Was glauben Sie, wie der Visus hier ist bei den Patienten? Einfach mal schätzen. Unter 0,5, über 0,6. Was würden Sie sagen? Über, ja. So sieht es nämlich aus. Das heißt, hier unten die Banden sind noch ziemlich gut erhalten und der Patient sieht meistens noch fast ja, 0,8, 0,9. In der Richtung. Was wichtig ist, wenn man zentral das Ganze untersucht hat, entweder mit einem OCT-Scan oder man hat sich das vielleicht in der Spaltlampe angeschaut, dann sieht man ja meistens nur einen relativ zentralen Ausblick. Und es gibt Patienten, die eben, wenn sie einen zentralen Zug haben an der Makula, eben auch Fälle, die in der Peripherie Zug haben. Hier sind es ebenfalls Glaskörperstränge, sowas kann bei Diabetikern auftreten oder wenn man so proliferative Vitreoretinopathien hat, also sprich bei Amozio, Gefahr mit PVR, das muss man sich eben da auch ganz genau in der Peripherie angucken, denn wenn das zieht, dann kann daraus eben auch etwas, sagen wir mal, Dramatischeres werden, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Wir haben gerade gesehen, dass OCT hier auch nochmal mit diesem Makulaforamen, das heißt zentral hat sich jetzt hier ein Loch gebildet. Die Makula ist in dem Sinne nicht mehr so vorhanden, wie sie vorher da war. Hier oben hat der Glaskörper schon so ein Operculum mit hochgezogen. Die Ränder sind hier aufgestallt. Hier ist auch so Flüssigkeit oder so Hohlräume, die sich gebildet haben. Und wir haben gerade schon gehört, das ist ein Substanzdefekt. Das heißt, der Patient sieht sehr schlecht und er hat zentral hier wahrscheinlich gar keine gute Fixation mehr, sodass der Visus auch sehr schlecht ist. Und das sollte man eben auch operieren. Ganz, ganz wichtig aber, das ist was, was man ja nicht lasern kann, weil es ist zentral. Wir haben gerade gehört, es gibt Laser, die heiß arbeiten, sag ich mal, um das einfach zu formulieren. Das heißt, zentral würden wir ja was kaputt machen, deswegen dürfen wir da nicht lasern. Es hat aber immer noch einen anderen Grund, denn ich habe gerade gesagt, dass dieses retinale Pigmentepithel eine Pumpfunktion hat. Das heißt, das pumpt und hält damit die Netzhaut eben auch anhaftend. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Patienten, die zum Beispiel sehr, sehr kurzsichtig sind. Bei denen kann in ganz seltenen Fällen aus so einem zentralen Makulaforamen eben auch eine Netzhautablösung passieren. Das ist aber sehr selten. Normalerweise wird aus so einem Befund keine Netzhautablösung. Deswegen, wenn auf einer Überweisung steht, Makulaforamen bitte um Zweitmitbeurteilung, wie auch immer, das ist kein Notfall. Das kann also auch
in den nächsten Tagen, Wochen einbestellt werden, wenn es dann überhaupt operiert wird. Das kommt auch immer darauf an, wie lange die Patienten das schon haben. Dann gibt es Netzhautvorrahmen. Das heißt, das ist ein Loch irgendwo innerhalb, also in der Peripherie, aber außerhalb der Gefäße. Das heißt, hier sieht man das an der Seite, sieht fast aus wie ein Apfelring. Hier ist ein Löchlein und hier drumherum sieht das aus, als wäre es so ein bisschen geschwollen. Ich weiß nicht, ob das alle erkennen können. Das heißt, hier ist schon Flüssigkeit drunter gelaufen. Sowas muss und kann man eben in manchen, je nachdem wie der Befund aussieht, auch lasern. Das ist hier unten passiert. Hier hat man so ein Lasergitter drum gesetzt. Hier ist das Loch, ein sogenanntes Foramen. Und die Laserherde sind hier noch relativ hell. Daran erkennt man auch, dass die recht frisch sind. Man kann aber nur Gewebe lasern, wo die Netzhaut anliegend ist. Das heißt, hier auf diesem hellen wäre das gar nicht möglich. Aber ganz wichtig zu wissen, das ist ein Notfall. Ein Netzhautloch in der Peripherie kann zu einer Netzhautablösung führen und demnach schnell reagieren. Wenn das auf der Überweisung steht, sollte der Patient am gleichen Tag bestmöglich versorgt werden. So, denn da ist die Pumpfunktion nochmal dazu eben nicht so gut. Das Pigmentepithel ist deutlich schwächer und kann demnach nicht die Netzhaut wieder anpumpen, sag ich mal. So, die können sehr unterschiedlich aussehen, diese Löcher. Es gibt, wie hier für unsere Reiterfreunde vielleicht, die hier sind, sogenannte Hufeisenvorrahmen. Die sehen ja auch tatsächlich so aus. Und hier unten sieht man, das ist jetzt zum Beispiel auch schon eins, was gelasert wurde. Und die Laserherde, die sind ja richtig pigmentiert. Die sind also schon deutlich älter. Und sowas kontrolliert man weiter, ob es stabil ist. Da kann man auch alt mit werden, wenn man sowas hat. So, jetzt ist unser Patient in der Praxis, Freitagnachmittag. Jetzt wird er erstmal genervt, weil er muss die Anamnese machen. Das ist für alle irgendwie immer so gefühlt ein bisschen langweilig, aber sehr, sehr wichtig, denn es stellen sich einige Fragen, die für uns dann nachher, was die Voruntersuchung angeht und für die Behandlung im Arztzimmer und die weitere Planung, sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel, ist er überhaupt schon pseudophag oder hat er noch seine eigenen Augenlinsen, je nachdem, wie alt der Patient ist, der kommt. Hat er gegebenenfalls eine höhere Myopie? Das müssten wir ja auch berücksichtigen. Wann hat er zuletzt gegessen? Wenn er Notfall operiert wird, ist das sicherlich auch eine sehr, sehr wichtige Frage für die Planung. Okuläres Trauma, gut, was ist passiert? Und genetische Disposition erfragt man natürlich auch. Jetzt gibt es eine Reihe an Diagnostik. Bei uns wird relativ viel gemacht, muss man sagen. Das heißt, neben Visos, Amslergittern und diesen Geschichten machen wir halt immer auch diese Fundus-Weitwinkelaufnahme, sodass wir halt, also ich in dem Fall im Zimmer, schon lupen kann, wo ist da das Problem, sodass man den Arzt recht gut vorbereiten kann. Wir haben die OCT-Untersuchung, wo sich eine ganz wichtige Frage klärt, denn je nachdem, wie lange das Loch hat oder, ich sag mal, wie die Netzhaut betroffen ist, kann eben auch die Makula betroffen sein. Wenn das Loch schon länger ist und die Flüssigkeit aus dem Glaskörperraum unter die Netzhaut läuft, dann hebt die ab. Und wenn die Makula betroffen ist, sind die Prognosen deutlich schlechter, sodass man da eben auch im Vorfeld den Patienten sehr, sehr gut aufklären muss. Dann machen wir ein IOL-Master. Weil wir müssen überlegen, ist der Patient in dem Fall noch phag, kann es eben passieren, je nachdem wie der operiert wird, dass wir die eigene Augenlinse auch tauschen müssen. Demnach wird das direkt mit im Vorfeld gemessen. Und eben in manchen Fällen auch nochmal einen B-Scan im Ultraschall, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jetzt hat er es endlich geschafft. Er sitzt im Arztzimmer, man bespricht alles, man untersucht nochmal natürlich. Wir machen eine indirekte Ophthalmoskopie, wo wir den Fundus spiegeln. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, aber wenn man mit der Lupe reinguckt an der Spaltlampe, ist das Bild ja einmal auf dem Kopf und seitenverkehrt. Das heißt, es ist relativ schwierig, sich zu orientieren und man braucht sehr viel Erfahrung, um, mal abgesehen von der Vergrößerung und den Lichtverhältnissen und natürlich auch der Compliance der Patienten, die oft dann durcheinander sind oder hin und her gucken, wirklich was zu sehen. Deswegen die Weitwinkelaufnahme für mich, die noch nicht ganz so viel Erfahrung hat, immer ganz gut, weil dann kann ich mich orientieren. Und ja, aus allen Bildern machen wir im Prinzip ein Gesamtbild und klären den Patienten richtig auf. Das ist jetzt leider nichts, was zum Befund passt, aber man sieht hier zum Beispiel, das ist ja wieder der Blick in dem Fall linken Auge, hier unten hat sich die Netzhaut abgelöst. Das ist eben nicht derselbe Patient wie der hier unten, denn hier ist die Makula betroffen. Das heißt, die Flüssigkeit ist hier so weit gelaufen, dass die komplett abgehoben ist. Und die Problematik ist immer, hat er überhaupt eine Netzhautablösung oder vielleicht hat er auch was anderes? Denn es gibt was, das sieht verteufelt ähnlich aus, und zwar eine Retinoschisis, das heißt, das ist eine Spaltung der Netzhaut. Das Problem ist, man kann das, wie gesagt, sehr, sehr schlecht differenzieren, denn wenn man in die Spaltlampe reinguckt, sieht das so aus, als würde einem die Netzhaut entgegenkommen mit den Blutgefäßen. Und man kann es eigentlich viel, viel besser erkennen, wenn man eben einen OCT-Scan durchlegt, denn hier ist die Netzhaut komplett abgelöst, hier unten sieht man es auch, hier ist es aber nur eine Spaltung und dort können eben auch Innenschicht, Außenschicht,
Löcher entstehen, aber das ist nichts, was man notfallmäßig behandeln muss, sondern was man eben weiter kontrolliert. Unser Patient hat jetzt in dem Fall eine Amotio, sonst wäre es ja heute nicht so spannend. Aber man sieht eben hier eine Ablösung. Man kann es verflixt schlecht unterscheiden, was ist jetzt die Spaltung und was ist die Ablösung. In dem Fall weiß ich es, weil das ist die Spaltung und das die Ablösung, aber manchmal ist es wirklich sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Das, was ich gerade sagte, ist die Frage, ob die Makula betroffen ist, ist sehr wichtig, weil der Patient hat natürlich, also im ersten Moment natürlich erstmal Angst. Eine Netzhautablösung ist nichts, was man mal eben so verarbeitet, sag ich mal. Und wenn die Makula mit ab war, ist die Prognose, dass die Sehkraft sich wieder stabilisiert nach einer Operation, nach 4 Jahren, ja so maximal bei 20-30%. Das ist natürlich für einen jungen Patienten schon ziemlich hart, wenn er das so mal eben schlucken muss. Und demnach, wenn die Makula nicht betroffen ist, sind die Prognosen deutlich besser. Da liegt man so bei 80%. Und das ist ja durchaus eine ganz lebenswerte Geschichte noch. So, es gibt auch verschiedene Formen von Netzhautablösung. Ich habe gerade kurz davon gesprochen. Also wir haben uns jetzt heute nur auf die rissbedingten konzentriert, also die Rheumatogenen. Es gibt eben auch welche, die zugbedingt sind. Das sind die traktiven, wo ich vorhin das Bild hatte, wo der Glaskörper mitzieht, bei Diabetikern oder sowas. Und was noch ganz interessant ist, das ist eine zentrale Netzhautablösung, kann man im Prinzip sagen, eine Seröse. Das hat vielleicht auch schon der ein oder andere in der Praxis mitbekommen, wenn man von Chorioretinopathia centralis serosa spricht, diese CCS oder auch RCS, das wird beides verwendet. Das sind ja oft so junge Leute, die voll im Leben stehen. Und dann gibt es noch tumorbedingte und druckwellenbedingte, aber die sind nicht so, naja, häufig, deswegen gehe ich da heute jetzt überhaupt nicht drauf ein. Aber grundsätzlich nochmal vom Verständnis, also der Querschnitt des Auges, hier ist der Glaskörperraum, das Rote ist die Netzhaut und jetzt kommt hier quasi die flüssigen Anteile aus dem Glaskörper, laufen unter die Netzhaut und heben diese ab. Also das ist wirklich ein Notfall, was einem vielleicht im ersten Moment gar nicht bewusst ist, dass ein kleines Loch eine ganze Netzhautablösung auslösen kann. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen, also ja, Löcher aller Art, mit Gefäßen, ohne Gefäße. Hier hat man zum Beispiel mal einen OCT-Scan auch nochmal durch das Loch gelegt und hier, finde ich, sieht man es sehr schön. Also hier oben kommt ja das Licht rein bei der Untersuchung. Hier ist der Glaskörperraum, hier läuft das durch das Loch runter und hebt die Netzhaut ab. Das ist eigentlich ganz gut erkennbar. Ja, es ist leider nicht immer so, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber interessant sieht es leider nicht immer so aus. Wie hier haben wir jetzt ein relativ großes Loch, der ganze Teil der Netzhaut hier ist abgehoben. Hier oben sieht es ja richtig aus, als würden einem die Gefäße und die ganze Netzhaut so entgegenwabbern. Und so sieht es auch aus, wenn man durchs Mikroskop guckt. Sehr, sehr spannend, aber darf natürlich nicht kommunizieren in dem Moment, wenn der Patient vor einem steht oder sitzt. Und das ist eben die Problematik. Die Löcher sind nicht immer so offensichtlich. Und da gibt es eben, das hat mich irgendwie an meine Eltern erinnert, die dann im Teich nach Löchern suchen. Und irgendwie ist man verzweifelt, weil die Fläche ist groß. Wo sind die Löcher? Demnach gibt es einen Herrn Dr. Linkhoff, der hat vor einigen Jahren mal so etwas festgelegt. Es gibt Regeln, wo man eben weiß, wenn die Ablösung hier in den oberen 2 Quadranten stattgefunden hat, dann ist ziemlich sicher, das Loch oder vielleicht auch mehrere Löcher, in 30% der Fällen gibt es eben auch mehrere, in diesem Bereich. Und so gibt es eben diese Regeln, die einem da doch schon mal helfen, dann auf Lochsuche zu gehen. Dann habe ich noch ein Video mitgebracht, mal eben schauen, dass wir das in Gang bekommen. Und zwar ist das jetzt eine Vitrektomie, da wird quasi der Glaskörper entfernt und damit man den besser sieht, weil der transparent ist, hat man hier dieses Triamcinolon reingegeben. Das ist ein Cortisonpräparat, was wie Schneeflocken sich hier schön an den Glaskörper schmiegt und wenn der jetzt hier künstlich durch die OP abgehoben wird, kann es ja auch passieren, dass ein Loch entsteht. Das heißt, das muss auch während der Operation dann direkt behandelt werden und gelasert werden. Das kann man auch gleich ganz gut sehen, also hier. Da ist über noch Glaskörper. Das passiert jetzt gleich. Momentchen. Ja, da kommt jetzt der Laser. Hier unten sieht man den Laserspot. Und ich weiß nicht, ob Sie es hinten erkennen können. Hier unten entstehen jetzt gleich so helle Laserherde. Das heißt, da ist ein Loch beim künstlichen Abheben des Glaskörpers passiert. Und das muss natürlich auch versorgt werden. Dann gibt es auch manchmal das Problem, wenn so ein Loch entsteht, dass ein Gefäß mitgetroffen wird. Das ist nicht ganz so lustig, weil das Problem ist, der Patient guckt so raus und wir können auch nur so reingucken. Wir können gar nicht sagen, ist die Netzhaut dran oder nicht. Ich habe mal geguckt, ein Wellensittich hat 3 Milliliter Blut im Körper. Hier reicht schon 0,1 Mikroliter, damit man nur noch Handbewegungen sieht. Und das ist erschreckend wenig, wenn man den Patienten oder sich mal in den Patienten fühlt, wie er im Prinzip sieht. Und da muss man einen B-Scan machen, um sicherzugehen, ist die Netzhaut dran oder nicht.
Was man aber differenzieren muss, auch hier, ist es der Glaskörper, der hier die Reflektivität zeigt, oder ist es Netzhaut? Das kann man hier in diesem Video auch ganz schön erkennen. Da guckt der Patient gleich so ein klein bisschen hin und her. Hier sieht man richtig, die wackelt, die ist nicht mehr dran. Also ist nicht lustig, Entschuldigung, ich darf nicht lachen, aber Sie wissen, was ich damit sagen will. Gut, da muss derjenige versorgt werden. Früher hat man, ich weiß nicht, ob man mehr Zeit gehabt hat oder mehr Lust, noch richtig tolle Skizzen des Fundus gemalt, denn der Operateur muss sich ja, um sich besser orientieren zu können, wissen, wo sind die Löcher, wo hat es gezogen. Und heute sieht eine Fundusskizze eher so aus, das muss schnell gehen, das Rote ist das, wo die Netzhaut anliegend ist, das Blaue ist abgelöste Netzhaut, hier haben wir das Grüne, das zeigt den Glaskörperzug und in dem Fall auch hier nochmal so Sternfalten. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber einfach, dass man das mal gesehen hat. Denn der Operateur muss sich orientieren. Und dann ist nämlich die Frage, wie operiert man das? Welcher Patient ist betroffen? Um das mal ganz grob zu klassifizieren, es gibt OPs, die man von außen macht und welche von innen, würde ich mal so sagen. Vielleicht hat das auch schon jemand gehört, Buckelchirurgie oder Plombenchirurgie. Hier wird, wenn man Löcher hat, das Auge von außen operiert. Das heißt, die Bindehaut wird quasi präpariert. Man nimmt die Sklera und darauf wird etwas aufgenäht, um eben das Loch zu tamponieren. Weil man muss ja die Netzhaut quasi wieder anliegend bekommen, sodass sich die Flüssigkeit wegdrückt. Das kann man hier, ich glaube, nicht ganz so gut sehen da hinten. Also hier hat man quasi ein etwas größeres Teil gelegt, wahrscheinlich, weil vielleicht auch mehr als ein Loch da war. Hier ist eine Plombe auf die Sklera genäht worden. Diese ganzen dunklen Fäden, die sind hier durch die Muskeln gelegt. Denn man muss ja, damit man hier sieht und man an alle Stellen kommt, das Auge während der Operation so bewegen können, dass man eben A sieht und weiß, wo ist man. Deswegen muss man, sieht das hier so aus, wie es aussieht. Hier unten sind wahrscheinlich mehrere Löcher gewesen, deswegen wird hier eine ganze Zerklage gelegt. Das heißt, um den Bulbus, um den Augapfel wird ja wie so ein Ring gelegt, den man etwas fester zieht. Nicht zu fest, aber davon habe ich keine Ahnung, das macht der Dr. Kaimak. Oder man operiert eben von innen, eine sogenannte Vitrektomie. Das heißt, der Glaskörper wird entfernt, man macht ein Peeling, wie auch immer. Jedenfalls kommt am Ende ja eine andere Tamponade in das Auge. Da gibt es Luft, Gas, Öl, das kommt ganz drauf an, wie der Befund ist. In der Regel ist es vielleicht Gas oder Öl, damit man etwas mehr, ich sag mal, Stabilität erreicht. Das hat aber einen großen Nachteil, denn der Graustar entwickelt sich in den nächsten 3 bis 6 Monaten ganz massiv. Und wenn das ein junger Patient ist, muss man eben ganz genau überlegen, ob das bei dem Befund Sinn macht, je nachdem auch wie seine Refraktion ist. Aber er kann ja da nicht mehr akkommodieren, weil eine künstliche Linse im Auge ist. Deswegen meistens bei jüngeren Leuten würde man eher das wählen. Bei älteren kann man dann auch gegebenenfalls kombiniert operieren, dass man den grauen Star direkt in einem Rutsch mit operiert. Und um das noch etwas genauer zu zeigen, hier habe ich nochmal so eine Skizze mitgebracht. Hier ist das Loch und jetzt muss man sich vorstellen, von außen diese Plombe, die aufgenäht wird, die drückt richtig die Netzhaut nach innen ein, also die dellt quasi. Und dadurch drückt sich die Flüssigkeit wieder weg und dann ist das ein stabiler Befund, den man eben weiter kontrolliert. Dann gibt es noch was anderes, das ist eine sogenannte Kältetherapie, eine Kryotherapie, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Dort, schauen wir mal, dass das Video hier startet, kann man eben gezielte Vernarbung, auch eben ähnlich wie beim Laser, erwarten, um dadurch die Netzhaut anliegend zu machen, zu bringen, wie auch immer. Man sieht hier oben jetzt gleich, da entsteht der Kryoherd, sodass die Netzhaut hier wieder zur Anlage gebracht wird. Aber wie man sieht, sieht man relativ schlecht. Also es ist auch teilweise eine schwierige OP, so etwas durchzuführen, weil man eben immer durch diese Folglupen gucken muss, wo ist man gerade, wie ist die Vergrößerung etc. Und allerwichtigste Take-Home-Message für heute, wenn auf der Überweisung Makulaforamen steht, ist es kein Notfall, man hat ein bisschen Zeit. Bei einem Netzhautforamen, was eben in der Peripherie ist, also ein Loch in der Netzhaut, bitte am selben Tag einbestellen und behandeln. Genau, das war's. Herzlichen Dank.